In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, was der Unterschied zwischen lokalen und globalen Variablen ist und welche Probleme damit verbunden sind. Schauen wir uns dafür unser Programm externe LED an, die ich im Moment umbenannt habe in externe interne Variablen. Das Programm an sich ist aber genau das gleiche. Wir hatten hier zwei Variablen definiert außerhalb der Funktion Setup und Loop. Beide sind sogenannten globale Variablen, weil sie eben außerhalb aller Funktionen definiert wurden. Wenn ich allerdings innerhalb einer Funktion irgendetwas definieren würde, wie zum Beispiel int a ist gleich 2, dann ist a eine lokale Variable und zwar lokal für die Funktion Setup. Lokale Variablen kann man nur in der Funktion benutzen, in der sie definiert wurden, also da, wo ich gesagt habe, von welchem Typen sie sind. Hier int a und nicht außerhalb. Also sie kann nicht in einer anderen Funktion benutzt werden, wie zum Beispiel im Loop. Globale Funktionen dagegen können überall benutzt werden. Also das heißt, diese Wait Time kann ich jetzt im Setup benutzen. Hier habe ich einen Wert zugewiesen und hier im Loop kann ich diesen Wert auch wieder aufrufen, der ist immer noch gültig. Was würde jetzt passieren, wenn ich das irgendwie umgekehrt mache? Ich möchte Ihnen einfach demonstrieren. Wenn ich WaitTime hier rauslöschen würde und stattdessen sie im Setup initialisieren und definieren würde, dann kann ich das versuchen zu kompilieren. Und der Compiler beschwert sich bereits. Sie sehen auch, dass die Zeile 14, also Delay WaitTime, in der Funktion Loop rot markiert ist. Und unten, wenn ich das jetzt ein bisschen expandiere, sagt er auch irgendetwas. Und zwar ziemlich hilfreich. Error, wait time was not declared in this scope. Das bedeutet, er findet sie nicht. Und das ist genau der Unterschied zwischen lokalen und globalen Variablen. Wait time habe ich jetzt lokal definiert. Dadurch kann sie Loop überhaupt nicht mehr sehen. Stellt sich, bringen wir das erstmal zurück. Stellt sich allerdings auch die Frage, was passiert, wenn ich einen Fehler mache und hier zum Beispiel in Setup int davor schreibe, obwohl ich diese Variable bereits definiert habe. Diese a nehmen wir wieder heraus, die brauchen wir nicht mehr. Ich kompiliere das mal. Und erstaunlicherweise sagt mir der Compiler gar nichts, der hat kein Problem damit. Was ist also passiert? Versuchen wir es erstmal auf unser Arduino hochzuladen, vielleicht erkennen wir da irgendetwas. Und man merkt, die LED geht an und geht gar nicht mehr aus. Irgendetwas ist da schiefgelaufen. Meine Waittime von 1000 funktioniert irgendwie nicht mehr, sondern ist wahrscheinlich irgendetwas anderes. Um das besser verstehen zu können, werde ich jetzt ein bisschen debuggen. Debuggen bedeutet, ich versuche Fehler zu finden, indem ich nicht einfach herumexperimentiere, sondern tatsächlich versuche rauszukriegen, was genau passiert ist. Was sind meine Werte wo? Dafür werde ich Serial benutzen, das kennen wir bereits. Und ich werde das hier erstmal starten und dann gleich mit benutzen. Ich werde sagen Printline. Und zwar möchte ich diesen Wert von WaitTime jetzt erstmal wissen. Diesen Wert von WaitTime möchte ich auch hier wissen. Im Loop. Sind sie jetzt unterschiedlich vielleicht? Was ist da passiert? Ich kompiliere das. Ich lade es aufs Programm, aufs Arduino und dann starte ich den seriellen Monitor. Der meldet mir jetzt laute Nullen. Ganz zum Anfang kann ich jetzt nicht mehr hingehen, das ist schwierig. Hier oben geistert ganz leicht eine 1000, das ist nicht bequem zu lesen, so geht das nicht. Ich muss meinen Debugger, also meine Art und Weise, wie ich das überhaupt rauskriege, erstmal ein bisschen optimieren. Ich werde hier paar Sachen einbauen. Erstens werde ich hier nach dem Setup, am Ende von Setup, ein kleines Delay von 5 Sekunden einbauen, damit ich eine Chance habe, das richtig zu lesen, bevor die nächsten Werte vom Loop rauskommen. Sie erinnern sich, Setup wird nur ein einziges Mal ausgeführt und Loop wird immer und wieder ausgeführt. Außerdem möchte ich wissen, was welcher Wert es war. Deswegen vor dem Wert von WaitTime werde ich mir eine Hilfefunktion schreiben, in der ich sage, Wert von Wait
Time im Setup ist. Das ist ein sogenannter String, das ich hier geschrieben habe. Das werden wir in den nächsten Videos uns genauer angucken. Erstmal können Sie das so sich vorstellen, dass egal was zwischen diesen zwei Gänsefüßchen hier kommt, direkt so rausgeschrieben wird im Serial Monitor. Das kommt einfach direkt daran. Genau die gleiche Zeile möchte ich jetzt kopieren und auch mir hier im Loop reinbasteln. Da sage ich aber, Wert von Waittime im Loop ist so und so. Jetzt kompiliere ich das wieder. Erstmal gehe ich zum Monitor und sage Clear Output. Dann sende ich das neue Programm. Hier kann man wieder. So, jetzt habe ich hier eine gute Chance zu lesen, was hier los ist. Und hier sieht man schon, Wert von Waittime im Setup ist 1000. Gut. Ui, und jetzt sagt der Wert von Waittime im Loop ist allerdings 0. Die ganze Zeit. Und er wiederholte sehr, sehr oft, was gar nicht unsere Idee war. Denn hier sehen Sie, im Loop wollten wir eigentlich Delays haben, die hier eine Sekunde und hier drei Sekunden sind. Und der kommt hier deutlich schneller rein. Was ist also hier passiert? Der Compiler hat beides überschrieben. Das bedeutet, wir haben jetzt zwei Variablen, die gleich heißen. Eine ist global, eine ist lokal. Wenn man in einer Funktion ist, zum Beispiel die Funktion Setup, und dort eine Variable definiert, die den gleichen Namen hat wie eine globale Variable, wird die globale Variable einfach überschrieben. Das bedeutet, hier im Setup kann ich jetzt mit dieser Waittime rechnen, als ob sie 1000 wäre. Im Moment, wo Setup ausgeführt wurde und beendet wurde, nach dieser Klammer sozusagen, dann habe ich wieder meine globale Variable Waittime und ihren alten Wert. Was ist der alte Wert? Naja, ich weiß es eigentlich gar nicht, denn ich habe es nie zugewiesen. Falls ich zufälligerweise hier auch gleich 1000 schreiben würde, dann wäre das Verhalten des Programms korrekt. Trotzdem sollten Sie den gleichen Namen für zwei verschiedene Variablen absolut vermeiden. Was kann hier noch alles passieren? Wir könnten auf die ziemlich doofe Idee kommen, statt unsere LED-Out etwas anderes zu schreiben, wie zum Beispiel, wir benennen sie doch mal LED-Built-In. Sie merken schon, hier sogar die Umgebung hat es mir gleich blau markiert. Er hilft mir zu erkennen, dass dieser Name ist eigentlich bereits vergeben. Als erstes werde ich hier das Waittime auch wieder rauslöschen, damit alles wieder sauber ist. Und jetzt versuche ich, diese Variable, die ich mich zufälligerweise entschieden habe, genauso zu benennen, wie es eigentlich Arduino schon tut, statt unsere LED-Out zu benutzen. Mal gucken, ob er das zulässt. Ich kompiliere und er sagt, irgendetwas ist hier falsch. Aber er sagt mir nicht, wo. Sie merken schon, es gibt keine Zeile, die rot markiert ist. Aber hier ist rot. Also schauen wir uns diese Fehlermeldung genauer an. Und hier merkt man, so ganz hilfreich sind die Warnungen jetzt nicht, die Fehlermeldungen. Er sagt irgendwas Kryptisches von wegen Error expected unqualified ID before numeric constant, was auch immer das heißen soll. Und hier hinten sagt er Note in expansion of macro LED built-in. Exit Status 1, das war's. Irgendetwas ist hier passiert. Allerdings, was ich sofort sehen kann, ist, dass dieser Name hier zweimal vorkommt und genau gleich ist. Das sollten Sie, wie gesagt, unbedingt vermeiden. Und wenn Sie sehen, dass ein Name, den Sie eigentlich selber definieren wollten, blau untermalt ist, dann wissen Sie sofort, Arduino hat das bereits benutzt und das sollte man auf gar keinen Fall machen. In diesem Fall kompiliert er nicht mal, weil LED-Built-In keine richtige Variable ist und auch keine Const-Variable ist, sondern ein sogenanntes Makro. Was ein Makro ist, lernen Sie in den späteren Videos. Das Gute ist natürlich, deswegen wurde es auch so definiert, dass der Compiler diesen Fehler sofort erkennt und verhindert, dass meine Variable genauso heißt. Jetzt bauen wir das alles wieder zurück, damit es auch wieder schön funktioniert. Und ich zeige Ihnen den letzten sogenannten Pitfall oder die letzte Falle, die hier man reinkommen kann. Und zwar, was würde passieren, wenn ich in beide, in Setup und in Loop, diese Waittime definieren würde?
Ich nehme sie hier raus und ich definiere sie einmal hier und einmal da. Und zwar sage ich, einmal ist es 1000 und einmal ist es 1500. Theoretisch ist das überhaupt kein Problem. Ich kann es Ihnen auch demonstrieren, ich kann es kompilieren. Ich kann erstmal den seriellen Monitor vielleicht mal restarten, danach das neue Programm schicken. So, und was sagt er mir jetzt Neues dazu? Wert von Waittime im Setup ist 1000 und Wert im Waittime im Loop ist 1500. Und man kann im Arduino sehen, dass er fröhlich vor sich hin blinkt. Genau im Takt 1500. Was ist also jetzt das Problem? Eigentlich ist es eine legale Anordnung und legale Definition von Variablen. Man darf Variablennamen auch wiederholen, wenn sie eben verschiedene Sichtbarkeitsbereiche haben, eben in verschiedenen Funktionen definiert wurden. Das ist an sich kein Problem und es ist oft so, dass man Variablennamen wie i für Index oder temp für irgendwelche temporäre Sachen durchaus wiederverwendet. Wenn man aber allgemeingültige Variablen haben möchte, wie zum Beispiel eine Wait Time, also ein Zeitintervall, oder irgendetwas, was mehr ist als ein Index oder eine temporäre Variable, dann sollte man unbedingt wieder vermeiden, den gleichen Namen zu benutzen. Insgesamt gilt also, lokale und globale Variablen unterscheiden sich in dem, wo sie sichtbar sind. Und generell sollte man vermeiden, den gleichen Namen zwei verschiedene Variablen zu geben, gerade als Anfänger im Programmieren.